Hallo ihr Lieben, jo, ich nochmal. Es geht um dein, euer Herzblatt. Ich möchte jetzt in das Thema, was mir gerade kam, was würde er dir gerne sagen? Was beschäftigt ihn? Wo hat er gerade vielleicht Thema? Und ja, wie und wohin möchte er mit dir? Das interessiert bestimmt uns alle, ne? Ja, da würde ich jetzt gerne hin in dieser Legung und wir schauen mal, was die lichtvolle geistige Welt draus macht. Ich freue mich, dass ihr Zeit findet und jetzt hier seid. Und wir fangen jetzt auch gleich an, wie immer, mit der Bitte an Erzengel Michael um Schutz für diese Seelengruppe der Sternschnuppe, für mich, für dieses Reading. Und mögen hier die Karten fallen, die uns dein, euer Herzblatt jetzt mal ein bisschen näher bringen. Ja, die Karten, die ich jetzt hier habe, sind das Licht- und Schattentarot von Chris N. Der möchte was Neues anfangen. Da ist die Herrscherin gefallen. Die Herrscherin, die er sicherlich in dir sieht, die Frau, mit der er sich hier die Zukunft vorstellen kann, die hier ganz viel für ihn symbolisiert, und zwar die Liebe an sich, die du es wahrscheinlich zeigen kannst, das Wachstum, was er weiß, das könnt ihr hier beide erreichen, das Wachstum in euch selbst, aber auch miteinander. Er weiß auch, dass er hier eine sehr gute Entscheidung mit dir treffen würde. Das ist ihm genauso klar und vor allen Dingen, dass er hier die Leichtigkeit, das Leben auch leben will. Und da du da vielleicht schon bist, das sowieso auch umsetzen kann. Ja, die zwei der Stäbe ist hier ziemlich offensichtlich noch, dass er hier so ein bisschen gerade feststeckt. In der Eifersucht, vielleicht habt ihr gerade mal so keinen Kontakt und vielleicht fragt er sich auch, ob du jemand anderen vielleicht schon an der Angel hast. Das ja, ist also noch so ein bisschen ein Stocken, aber er weiß, dass es hier jetzt in eine Veränderung gehen muss, wenn er mit dir weiter will und er mit dir sowieso schon im Auge hat, dieses Potenzial mit dir auszuleben, was er durch dich auch schon erkannt hat, das Leben an sich und überhaupt zu leben und nicht nur vielleicht irgendwelchen Dingen hinterher zu laufen. Ja, aber wie gesagt, er sitzt hier noch ein bisschen und grübelt und hat so seine Überlegungen und darf jetzt hier mal hoffentlich demnächst mal um die Ecke kommen. So, also hier sind zwei Karten, die wollten, ja, er kriegt die Kraft. Also das ist ja schon mal schön, wenn er hier also Unterstützung findet und dann auch den Mut, die Kraft hat, hier jetzt wirklich voranzugehen. Um hier ja, auf dich wieder zuzugehen, falls ihr da gerade eine Pause habt und du nicht weißt, woran ihr letztendlich gesehen seid. Denn hier ist scheinbar Klärungsbedarf mit dem Pagen der Schwerter. Und wir müssen hier miteinander reden, um überhaupt in den Neuanfang ja, zu kommen. Diese Liebe letztendlich gesehen hier auch zu leben und ja, wirklich hier dann auch in eine Partnerschaft zu kommen, die natürlich hier jetzt nicht nur beherrscht wird von Kühle und Rückzug und ich habe meine Finanzlage im Kopf und meine Werte. Nein, es geht jetzt hier wirklich darum, neue Ideen zu entwickeln, gemeinsam zu sein, auf einen Nenner zu kommen und sicherlich mit diesem Klärungsgespräch auch zu gucken, kommen wir da beide hin oder nicht? Ah. Ja, noch einer, der da sitzt.
Schon wieder, würde ich jetzt mal sagen, denn der sitzt auch und hat noch ein bisschen hier seinen Gedankenkomplex im Kopf, wie er das Ganze wahrscheinlich anstellen soll, um jetzt hier bei dir wieder vorstellig zu werden, um mal zu gucken, ob du noch anwesend bist. Ja, aber dieser Ritter der Kelche, der hat Gefühle und die hat er jetzt auch erkannt und er will hier anders, also nicht mehr hier nur nach seinen Vorstellungen, die bisher da immer abgelaufen sind, Sicherheit und Stabilität in den Finanzen, schön in der Komfortzone bleiben, bloß nicht aus dem Rhythmus geraten. Nein, der hat sich jetzt wirklich mal Gedanken gemacht und will jetzt auch hier mit dir diese Beziehung in den Gefühlen, in der Harmonie, im Miteinander leben. Jo, dann sind wir ja schon mal auf einem ganz guten Weg, würde ich jetzt mal gerade sagen. Wenn wir hier sowas haben. Und vor allen Dingen uns mal Gedanken gemacht haben, was wir vielleicht verändern sollten, damit wir darauf ankommen. Du bist die Königin der Münzen. Also es ist sicherlich ja auch etwas, wo er weiß, dass du halt auch jemand bist, der ja schon also möchte, dass da jemand Verantwortung oder ihr Partner Verantwortung übernimmt, auch zu ihr steht, wo man sich auf ihn auch verlassen kann. Wo hier also wirklich aber auch jemand ist, der mich versteht und dass ich hier auf etwas anderes im Leben hinaus will, als nur mal Begegnung und ja, ich lebe mein Leben, du lebst dein Leben, weil jeder andere Vorstellungen hat. Nein, es ist jetzt, geht jetzt wirklich dahin, du möchtest den Partner an deiner Seite, mit dem du all dieses erleben kannst, was das Leben bietet, die Gefühle sowieso, den Spaß auch, um hier jetzt auch in die Freude, in die Harmonie, in das Abenteuer des Lebens zu kommen. Denn du bist jemand, der das Leben zwar ganz gerne auch auf einem sicheren Podest hat, sonst würden hier jetzt nicht die Münzen gefallen sein mit der Königin, sondern aber trotz alledem auch jemand, der den anderen auch sein lassen kann, wie er ist und somit jetzt dann nicht an ihn hier die großen Erwartungen hat und da Druck macht oder wie auch immer. Du kannst ihn sein lassen. Du bist aber trotzdem für dich klar. Du weißt, was du willst. Du sagst das. Und ja, er kann ja nachkommen, wenn er dann will. Wenn er dich liebt und das erkannt hat, was er mit dir erreichen kann in seinem Leben, mit dir erleben kann, das wäre jetzt hier ganz wichtig. Und da wird er auch hinkommen, also sonst wäre das jetzt hier alles nicht gefallen. Ja, manchmal muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Ne? Das ist ziemlich offensichtlich, würde ich hier mal sagen. Dass also hier wirklich auch nochmal ein Punkt war, wo wir hier also Kummer hatten. Ist ja alles so ein bisschen dunkel, ne? Und uns aber auch klar geworden ist, durch diese Verlustangst, durch dieses jetzt auch Erkennen und Verstehen, warum du dieses und jenes wolltest oder dich so verhalten hast oder das gesagt hast, dass er hier zu seinen Erkenntnissen gekommen ist. Also hier war nochmal Tiefgang ziemlich offensichtlich nötig.
Liebeskummer sowieso. Dass hier jetzt wirklich auch tiefgreifende Veränderungen passieren sollten, also dieser Weg gegangen wird, um jetzt hier auch in die Veränderungen zu kommen. Und dann geht es hier auch mit den 7 Münzen weiter. Dass hier jetzt auch daran gearbeitet wird, mit dir gemeinsam die Dinge ins Lot zu bringen, miteinander auf einen Nenner zu kommen, um gemeinsam weiterzugehen. Also hier ist Arbeit angesagt, das weiß er, um hier sicherlich auch diese ganzen Hindernisse, die bis dato euren Weg begleitet haben und immer wieder zu Stillständen geführt haben, auch beseitigt werden, aufgelöst werden, damit man hier auch auf ein ganz anderes Niveau kommt. Ja, und darum hat er hier sicherlich seine Möglichkeiten in Erwägung gezogen, die er hat mit dir, beziehungsweise ja, wieder auf dich zuzugehen und wie er das Ganze sicherlich auch anstellt. Er möchte hier wirklich nicht mehr so verkrampft in diese ganze Sache gehen. Die Dame kommt hier auch recht schwungvoll rein. Also das deutet schon darauf hin, dass man hier jetzt ein bisschen lockerer ist, ein bisschen risikofreudiger und neugierig ist auf das Leben, was da jetzt auf mich zukommt mit dir, weil wir das Ganze ja in eine andere Schiene bringen wollen. Ja, also ziemlich offensichtlich hier eine ganze Menge erkannt, würde ich jetzt mal sagen. Das war nötig, nochmal einen Schritt zurück zu machen, den Herrn unter Umständen nochmal in die Wüste zu stecken, damit er da nochmal klar gucken kann, was er wirklich will. Ja, und schließlich und endlich ist es hier letztendlich gesehen, ja, auch wichtig für dich gewesen auf deinem Weg, dass du in dieser Beziehung hier jetzt zu dir gestanden hast. Du hast dich behauptet, du hast zu dir gestanden, du hast ihm gesagt, was du willst und dich somit selbst behauptet, dich selbst vertreten und nur so kann er das hoffentlich auch irgendwann verstehen und dass da oben mal die Birne dann angeht und der Herr dann hier in Veränderungen kommt, weil er erkennt, was da bis jetzt abgelaufen ist. Mal die ganze Sache und eure Beziehung aus einer anderen Sichtweise sieht, um dich jetzt auch sicherlich zu verstehen. Ja, und du kannst damit rechnen, dass Wunder passiert, dass die Veränderungen kommen mit den Botschaften von, nee, Amos Botschaften so rum. Ja. Es wird hier ziemlich intensiver werden jetzt auch, das ist klar. Und du kannst darauf wetten, der Herr hat Gefühle für dich, der denkt auch an dich und von daher liebt er dich auch gut. Und wenn, Liebe, die Antwort ist, wozu wollen wir denn noch Fragen stellen? Ja, das ist das Ergebnis und wenn da immer so das Geheimnis war und du keinen Plan hattest, wie du den Herrn hier einzuschätzen hast, dann wird er sich hier sicherlich letztendlich gesehen jetzt auch öffnen und dir das ein oder andere auch sagen, was dich unter Umständen noch interessiert. Wenn dir das nicht schon reicht, wie er auftaucht. Gut, okay. Ja, der ist hier auf einem sehr guten Weg. Der hat die Liebe für sich erkannt, vor allen Dingen in seinem Herzen, für dich auch und nicht nur für sich und darum jetzt auch anders und nicht nur mit dir, sondern auch für sich. Ja, und das ist ja immer wichtig. Wenn ich da auch etwas endlich mal geschnappt habe, dann kann sich ja auch nur für ihn etwas in seinem Leben verändern, weil er ja hier in Veränderungen muss. So. Ja.
So kam er dir bis dato vielleicht immer vor, dass er schlau und wachsam und gerissen ist und er findet immer einen Weg, seinen Kopf aus der Schlinge zu retten. Ja, vielleicht hast du auch das Gefühl, na, ich gucke erst mal hin, ob das nicht wieder so ist. Gut, kannst du sicherlich tun. Gut, wir werden sehen, was jetzt hier noch kommt. Ja, also hier ist der Reiter, der sich in deine Richtung bewegt und du kannst hier mit einer Begegnung rechnen. Ja, du hast immer zugegeben und er hat genommen und das war jetzt nicht mehr deins. Du willst ja jetzt nur noch geben und nehmen, sonst kann er wegbleiben. Und auch wenn hier jetzt dieser Sturm war, dass etwas windig wurde, du solltest gelassen bleiben, aber in der Position solltest du es sein. Auch in der Königin der Münzen. Zieh dich etwas zurück, alles wird gut. Da haben wir nochmal die Bestätigung. Unten drunter die Zusammenführung. Das Universum hat diese Plätze für euch bereits vorgesehen. Ihr seid füreinander bestimmt. Ja, also, der Herr hier, was uns die Tarotkarten sagen, musste hier durch eure höchstwahrscheinlich Trennung oder Auszeit, was auch da gerade ist, ziemlich offensichtlich vieles erkennen. Und das war auch ganz gut so, auch wie er sich verhalten hat, damit er dich letztendlich gesehen auch versteht in deinen Wünschen. Und was du ihm da wahrscheinlich zum 150.000. Mal gesagt hast, warum du das nicht mehr mitmachen möchtest, ja, das war alles richtig. Nur so kam der jetzt in eine andere Gedankenweise, in andere Erkenntnisse, um jetzt hier nochmal die Chance zu nutzen, auf dich zuzugehen, mit dir an dieser Beziehung zu arbeiten, um hier gemeinsam jetzt zu sein, die Herausforderung des Lebens anzugehen, immer Mittelwege zu finden, das heißt also Lösungen zu finden und nicht einer muss sich dem anderen anpassen und unterordnen, einfügen, in die Schablone pressen lassen. Nein, wir sind hier raus und wir wollen jetzt das Leben in Angriff nehmen, aber auf eine neue Art und Weise. So, und dasselbe sagen die anderen Karten auch. Er liebt dich, da sind Gefühle da, es wird hier intensiver, du kannst mit Veränderungen rechnen. Er wird auch offener sein und dir das ein oder andere erzählen, auch wenn er bis dato für dich vielleicht so ein bisschen gerissen war. Ja, oder manchmal auch sich selbst belogen hat und so auch rübergekommen ist, wird sich das hier genauso verändern. Auch dieses Nehmen und Geben wird in den Ausgleich kommen. Darum bleib, wo du bist. Der wird sich auf dich zubewegen. Gut, Kurzfassung. Das war jetzt recht kurz, ne? Aber das ist egal. Ich drück euch. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Alles Liebe und ja, bin gespannt, wann der Herr da sich bei euch meldet, denn das Treffen soll ja bald stattfinden. Bis dann. Ciao, ciao.